Guten Tag, mein Name ist Bormann, ich bin Lehrer in Berlin und ich überlege mir, wie Berlin in einem halben Jahr aussehen wird. Heute ist der 2.1.2021, 0.20 Uhr und tja, das wäre dann also Anfang Juli. Und ich behaupte mal, es wird sich nicht viel geändert haben. Die Leute werden nach wie vor in paranoiden Zuständen verharren, der Regierung lauschen, was sie weiterhin uns mitzuteilen hat über den Killer-Virus. Sie werden sich weiterhin Masken umbinden. Sie werden sich weiterhin einsperren lassen. Sie werden vielleicht zum Teil sogar schon geimpft sein. Sie werden total verunsichert sein. Und das normale Leben ist in weiter Ferne. Wie kommen wir jetzt damit klar? Weil das ist jetzt eigentlich die nächste Frage, die man sich stellen muss. Die ist bei mir jetzt relativ neu, weil bisher habe ich immer nur gedacht, wir schaffen es noch, unser altes Leben irgendwie zu retten. Jetzt, wo es zerstört ist, warum sage ich das so selbstverständlich? Weil ich das so sehe. Ich weiß nicht, welche Kneipen noch wieder aufmachen, welche Restaurants noch wieder aufmachen, welche Einzelhandelsgeschäfte noch wieder öffnen werden, welche Veranstalter hier in Berlin noch wieder veranstalten werden, welche Musiker sich jemals wieder auf eine Bühne stellen. Wir müssen uns jetzt um uns selbst kümmern. Wir müssen uns jetzt selbst retten. Wir müssen jetzt an eine neue Zukunft glauben und an diese arbeiten. Und wie wird die für den Einzelnen jetzt aussehen? Nun gut, also die sicherste Methode, selbst wieder auf einen grünen Zweig zu kommen, ist tatsächlich den Visionen des World Economic Forums mal einen Blick zu widmen. Man sollte einfach mal drauf schauen, wie sich die großen Firmen dieser Welt jetzt positionieren für unsere Zukunft. Was möchten sie uns in Zukunft verkaufen? Und wie werden sie das tun? Und wo in all diesem ganzen Gefüge dieser seltsamen neuen Welt, die da entsteht, finden wir unseren Plätzchen, damit wir selbst noch irgendwo in einer warmen Bude hocken, was zu futtern haben und wir uns wohlfühlen. Obwohl, das ist natürlich wohl eher eine zynische Bemerkung jetzt von mir, ne, mit dem Wohlfühlen. Weil wenn ein Teil ihrer Identität wegbricht, mit dem, was sie bisher vielleicht sogar geliebt haben und nicht bloß gesagt haben, das war alles scheiße. Es war nämlich nicht alles scheiße. Es war eine ganze Menge genauso, wie wir es haben wollten, weil wir selbst daran mitgewirkt haben. Wenn sie in irgendwelchen Vereinen waren zum Beispiel, dann werden sie es geliebt haben, mit anderen im Verein ihren Sport zu treiben, ihre Wettbewerbe auszutragen, ihre Vereinsabende zu gestalten, sich dort kennenzulernen, zu verabreden für Aktivitäten. Und wenn das jetzt plötzlich wegfällt und sie sollen dann ihre Fitnessübungen in einer Zoom-Konferenz absolvieren, dann ist das nicht zweitklassig, sondern das ist drittklassig. Aber nun gut, es gibt Profiteure in dieser ganzen Geschichte und die lassen sich jetzt gerade in dieser Situation nicht die Butter vom Brot nehmen. Also, alle Anbieter von Soft- und Hardware profitieren maßgeblich von diesen ganzen Lockdowns. Nicht nur die Pharmahersteller. Die Politik profitiert natürlich auch, weil je weniger Wünsche sie sich von uns anhören muss, je weniger wir debattieren, desto mehr können sie einfach die Pläne durchsetzen, die sie selbst für richtig halten.
Ich sage nicht, dass diese Pläne jetzt gut sind. Ganz im Gegenteil. Ich gehe sogar davon aus, dass sie beschissen sind. Sie richtig schlecht sind. Es mag unlogisch klingen, aber Covid-19 könnte der Moment sein, in dem die Welt eine zweite Chance hat, es richtig zu machen. Die globale Ungerechtigkeit wurde durch die Pandemie auf brutale Weise aufgedeckt. Klaus Schwab, Gründer des Weltwirtschaftsforums, glaubt, dass ein globaler Neuanfang möglich ist. Wenn Sie sich den Zustand der Welt im Augenblick anschauen, welches Wort kommt Ihnen als erstes in den Sinn? Ich halte das Wort Reset für passend, weil wir das Virus noch immer bekämpfen, aber jetzt nach der Ankündigung von Impfstoffen recht optimistisch sein können. Wir müssen jetzt darüber nachdenken, wie wir die Post-Corona-Ära strukturieren, wie wir sie gestalten. Und da kommt mir natürlich das Wort Reset in den Sinn. Denn eines ist klar, wir können nicht zur alten Normalität zurückkehren. Aber wir haben viel zu lange weggeguckt. Wir haben viel zu lange nicht reingegrätscht. Wir haben viel zu lange uns am Mund gehalten. Wir haben viel zu lange geschwiegen zu all diesem Blödsinn, der hier politisch passiert. Und das ist jetzt die Quittung dafür. Wir dürfen nicht mehr demonstrieren. Wir dürfen nicht mehr unsere Meinung sagen. Unsere Kanäle werden auf YouTube gelöscht. Wir werden diffamiert. Wir werden diskreditiert. Unser Leben wird ausgelöscht. Und wir dürfen einfach nur noch als Figuren hier rumspringen. Befehle ausführen. Liebe Mitbürgerinnen und liebe Mitbürger, was für ein Jahr liegt hinter uns. 2020 ist etwas über uns gekommen, womit die Welt nicht gerechnet hatte. Gehen Sie nicht davon aus, dass irgendetwas von dem, was wir kannten, so wieder aufersteht. Wenn wir wieder rauskommen aus dieser Situation, wenn wir tatsächlich diese Regierungen der Welt, die uns diese Scheiße hier zumuten, abservieren, auf irgendeine Art und Weise abwählen, ersetzen gegen irgendwelche lebenslustigen Menschen, ja, dann bekommen wir auch eine schöne neue Welt, die uns gefällt, die wir mitgestalten können. Chaos wird sowieso. Egal, wie rum es kommt. Ob jetzt diese Volldeppen vom World Economic Forum und von unseren Regierungen diese Zukunft gestalten oder ob wir es selbst machen, von einem dürfen wir auf jeden Fall ausgehen. Geld wird nicht mehr da sein. Und wir werden uns auch wenig leisten können. Die ganze Welt wird in wenigen Monaten und wenigen Jahren in einem Zustand der völligen Verarmung sein. Die geistige Verarmung haben wir ja jetzt schon gesehen. Und daraufhin wird die materielle Verarmung folgen. Diese Politik, die wir uns hier gerade ansehen müssen, wird nichts anderes als ein verheerendes Chaos hinterlassen. In jedem Fall. Es wird keine rettende Hand kommen. Keine.